Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, heute mal wollen wir noch die restlichen Maschinen bauen, damit unsere Chips billiger werden. Und eventuell eine zweite, vielleicht sogar schon eine dritte Stromquelle, damit wir da auch mal ein bisschen weiterkommen. Vorbereitet habe ich ein bisschen was. Meine Maschinen hier laufen immer wieder jetzt mal durch, aber ich habe halt festgestellt, Methan ist super, Methan ist total toll, hab immer gut da, aber ist auch dadurch, dass die Ausbeute dadurch sehr gering ist, habe halt auch ein kleines Problem damit. So, aber wir möchten auf jeden Fall Circuits jetzt dann nochmal bauen, denn wir wollen jetzt auf jeden Fall bauen. Einmal denn den Fluid Extractor, wie hier im Redstone. Dafür brauchen wir einen Piston, wir brauchen eine Pumpe, wir brauchen zwei Circuits. Wir brauchen einen Basic Fluid Solidifier. Das ist, damit ich zum Beispiel auch mal Rubber Rings und sonstigen Käse machen kann. Den brauchen wir zwei Pumpen. Das heißt, ich muss da mir auf jeden Fall nochmal eine Pumpe bauen. Oder wir haben Glück und wir kriegen durch den einen die Pumpen für den anderen. Und wir sollten eventuell mal einen High-Pressure-Boiler bauen der nächsten Generation. Und wir sollten uns eventuell noch, wo ist er denn da, den Basic Semi-Fluid Generator bauen. Wird auf jeden Fall interessant mit den Tumbaga-Gear. Genau. Modern-Polyethylen. Haben wir nicht. Aber ich brauche. Hä? Moment. Also ich brauche ein Circuit, ich brauche einen Maschinenhall, ich brauche ein Kabel. Maschinenhall, Kabel. Ja. Ich brauche zwei Pistons. Ich brauche. Das Einzige, was ich mehr brauche, ist Polyethylen. Also da müsste ich das Ding schon in Tonnen bauen. Also Maschinen, wenn jetzt da dort stehen steht, ich brauche eine LV-Maschine, also nur eine Maschinenhall, hätte ich gesagt, ja, verstehe ich mit dem Polyethylen. Aber so? Okay. So, wir brauchen Circuits. Was brauche ich? Okay, ich brauche Vakuumtubes. Die Vakuumtubes sind, glaube ich, die, wo ich nicht so schnell habe. Okay, das heißt also, das kann ich schon mal anfangen laufen zu lassen. Ich kann mir aber auf jeden Fall schon mal meine Dolly nehmen. Wir können mal anfangen, dass wir die ersten Sachen nach hinten tragen. Ich sollte mir eventuell auch noch mal demnächst mal eine zweite Dolly bauen. Weil es ist nämlich total toll, wenn du mit einer Dolly die ganze Zeit Doppelkisten hintertragen darfst. Und wir müssen noch die Automation bauen für die jeweilig anderen Maschinen. Weil das wäre auch mal nett, dass wir da auch mal ein bisschen weiterkommen. So, und dafür brauche ich Kiste, Kiste, Kiste. Das sind Kiste. Machen wir erstmal 6 Stück. Muss ich halt noch hoffen, dass ich auch Platten da habe. Ja, die habe ich genügend da. Ah, da sind auch noch welche drin. So, dann machen wir dich mal aus. Und dich und dich. Genau. Und dann läufst du schon. Dann brauche ich, glaube ich, noch mal eine Platte. Sollten wir nicht draufdrücken. Genau. Denn mit einer Kiste und zwei Holzplatten bekommt man eine slightly larger chest. Die slightly larger chest. Ist total toll, habe ich neu kennengelernt, ist für mich neu gewesen. Also mal wieder. Ups, was? Wieso? Hä? Es läuft momentan nichts anders, erzähl mir keinen Schwank. So, wir haben 6 Stück. So, das heißt, wir stellen die Kiste jetzt einfach mal unter diese Maschinen.
Ja, haben wir es gemacht, ne? Aber dann kommen die trotzdem in die Kiste rein, weil der Deckel geht nicht auf. Also das ist sozusagen so eine Art Schubber oder so. Kann man nach vorne ziehen. So, das heißt jetzt aber bei uns, also erstens, ne, natürlich klar. Wir gehen jetzt mit unserem Wrench hin und tun die mal alle nach unten machen. Ich merke schon, die Zentrifuge muss jetzt demnächst mal hier weg. Unsere tolle Maschine. Unsere wirklich tolle Maschine, aber die stört jetzt hier. Kommst du gleich mal weg? Du kommst jetzt dann da drüben hin. Ich weiß noch nicht, ich weiß nur noch nicht genau wo. Ich park dich erstmal hier. So, das nächste, was wir jetzt machen, wir haben jetzt zwei Red Alloy. Und die packen wir jetzt in die Lathe und es dauert jetzt Ewigkeiten und 3 Tage und kostet mich Strom. Das sind jetzt 200 Sekunden, was wir brauchen, aber ist egal. So, dann gehen wir mal nach vorne und holen uns auch schon mal den Mixer, weil den wir auch noch brauchen. Weil wenn es klappt, könnten wir vielleicht sogar die Cutting-Maschine auch noch fertig kriegen. Ja, das haben einige bestimmt schon. Weißt, der ist gerade in Minute 6 oder 10 gerade, er möchte eventuell 5 Maschinen bauen. Die Folge geht wieder 1 Stunde 40. Ich hoffe nicht. So, also, den Mixer brauchen wir auf jeden Fall für Cobalt Press. Bin mir nicht sicher, ob ich es überhaupt habe, weil wenn ich keinen Kobalt habe, brauche ich gar nicht überlegen anfangen. So, du kommst erstmal dahin. So. Es ist zwar, ja, also wie gesagt, wenn man halt die Zeit hat, dann macht man es, wenn nicht, dann nicht. Bin auch fleißig hier beim Aufbau. Habe jetzt hier zum Beispiel die Framed Drawers genommen mit den Steinen hier. Geht halt leider nicht, weil ich wollte eigentlich haben, dass das Zeug was anders ist. Klar, wenn ich jetzt sage, ich will das Holz draußen haben und mir reicht das andere auch, dann hätte ich sogar das andere weggekriegt. Aber wir lassen das erstmal, weil wie gesagt, das sind ja auch Öfen. Die haben ja auch ein anderes Design hinten dran. Gut. Dann hätte ich gesagt, was brauchen wir denn für den Fluid Extractor? Wir brauchen einen Piston, wir brauchen zwei Circuits. Gut. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall Steel Rods 2 Stück und wir brauchen Fine Copper Wire. Dann hätte ich mal gesagt, schmeißen wir mal das Fine Copper Wire rein. Der braucht Gott sei Dank nur 5 EU. Somit hält er den nicht auf. Ja, weil bei der Lace hat man halt den Vorteil, nicht nur, dass man halt billig Sticks kriegt, sondern man bekommt halt ein Red Alloy und man bekommt ein halbes Ingot sozusagen als das zurück. Also das heißt, ihr braucht jetzt nicht mehr ein Ingot komplett, sondern ihr braucht jetzt nur noch ein halbes. Und das dann in den Ofen packen. Wenn man zwei hat, darum auch gerade zwei reingeworfen. Ja, bist du gleich durch? Jawohl. Ja, deswegen, zack. Dann hat man jetzt wieder einen Dust. Das schmeißt man halt dann irgendwann in den Ofen und hat halt Freude neue. So, dann heißt es jetzt, wir haben jetzt schon mal die Bolts. Dann haben wir die Cutting-Maschine so wichtig, weil da kriegt man, glaube ich, mehr raus. Oder nee, die macht, oder? Macht die zwei oder macht die vier? Moment, müssen wir gucken.
Die Cutting Machine macht 4. Doch. Doch, doch. Genau. So, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch die Stahlstangen. Das heißt, wir hauen da auch gleich mal 4 Stück durch. Die brauchen nicht so lange, die brauchen Gott sei Dank nur 14 Sekunden. Und wir hauen dich nochmal durch. So, aber wir machen noch was anderes und zwar den Item-Output machen wir mal an. Auch bei dir, auch bei dir. Bei dir lassen wir noch an, bei dir lassen wir auch noch an. Das heißt, wir haben jetzt unten in unserer Kiste schon mal das, was man möchte. Dann haben wir hier noch einen Bereich, wo man es dann Hopper drauf macht. Und oben drauf kommen dann nochmal solche Kisten. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt richtig viele Kisten bauen, gehe ich einfach hin, schmeiß oben mach mal eine ganze Kiste voller Holz. Dann geht es mit dem Hopper rein. Und dann am nächsten Tag, wenn man dann wiederkommt, ist dann halt alles schön durchgearbeitet. Aber deswegen brauchen wir die zweite Engine. Aber wenn ich das über Chrysod Oil laufen lasse, dann ist mir das egal. Bei Methan bin ich mir sicher, da wird die Engines eher da ausgehen. So, da sind wir jetzt auch gleich soweit. Da sind wir schon soweit. Bist du noch am Laufen? Nein. Wie gesagt, ne? Und das Schöne ist jetzt halt, jetzt habe ich halt auch genügend Stahl mal übrig. Und mit dem da und einer Charcoal, Coke Coal, Entschuldigung, mache ich halt nochmal ein Ingot. Dauert zwar auch seine Zeit, aber ich habe diesen halben Verlust, was ich sozusagen habe, habe ich halt wenigstens als Dust. Man kann ja mal zufrieden sein. So. Okay, also, dann heißt es jetzt, wir haben jetzt 32 davon. Und 1, 2. Ja, genau, ich brauche davon aber wieder 4. Rick, das hast du gut gemacht. Iron Rod. Auch Iron Rod? Nein, dann machen wir halt nochmal. Schmeißen wir nochmal 4 rein. Kriegen wir. Kriegen wir alles hin. So, dann heißt es für mich, ich gehe mal schnell nochmal. Kann man eigentlich, nein, die Dolly kann man nicht im Assembler bauen. Und ich merke jetzt halt, ne, je mehr, dass ich halt hinten arbeite, umso mehr achte ich nicht mehr drauf, dass es dunkel wird. Das ist total intelligent. Das heißt, wir werden noch irgendwann Spaß kriegen. Weil durch dieses Tor können sie natürlich reinlaufen. Durch die Carpenters-Tür nicht, aber durch diese Tore können sie natürlich latschen. Ja, dann wird es natürlich spaßig. Für Jung und Alt. So, ich habe auf jeden Fall Redstone schon mal jetzt da. Er ist durch. Okay. Was ich mir auch wirklich immer angewöhnt habe, ist mittlerweile, sobald ich fertig bin, sofort das Dust machen. Und ich mache auch, das Dust wird jetzt auch nicht gleich wieder in Ingots umgewandelt, sondern es wird erstmal aufgehoben. Denn ne, mit Stahl Dust im Mixer, es gibt 9 Seiten. Ne, also man kann Electrical Steel machen, man kann Alumite machen, Black Steel, Blue Steel, Red Steel, Vanadium Steel. Also man kann da schon gut Sachen draus machen. Wenn man das halt sofort einschmelzt, ja, dann ist es halt ein bisschen kontraproduktiv. So, ich habe jetzt natürlich sind mir jetzt die Glastubes ausgegangen. Jetzt muss ich raus, jetzt sehe ich, dass es dunkel ist, also legen wir uns hin.
So, machen wir mal gleich 5 Stück. Dass wir genügend Material haben. Einen brauchen wir, auf den müssen wir warten. So, ich hätte zwar schon gerne sozusagen die nächsten Circuits, weil dann könnten wir auch den Circuit Assembler bauen, Teil 2 oder Teil 1, bei denen die Circuits auch da noch billiger werden, aber dann braucht man auch, glaube ich, Poly. Oder Soldering Iron, ich weiß es noch nicht. So, man hört die Vögelchen zwitschern, ist das nicht schön? So, dann brauche ich jetzt den da. 1, 2, wir haben alles. Das ist doch schon mal nett. Also, für den Fluid Extractor brauchen wir das da. Wir brauchen 2 Zinnkabel und 2 Glas. Ich habe hier 2 Zinnkabel. Das Glas habe ich natürlich noch vorne. Dann wird es nämlich jetzt dann auch mal Zeit, dass ich anfangen muss, das Lager auszuheben. Ja, ich hoffe, dass ich für mich am Wochenende mehr Zeit habe. Aber ihr habt sie mitgekriegt, Erkältung, ne? Also die will nicht weg. Die ist gekommen, um zu bleiben. Oder wiedergekommen. Die ist bei mir eingezogen. Die war noch mal aus. Sind die Mieter, die wo ich gerne loshaben will, aber die wollen nicht. So, also Glas, dann brauchen wir ein Hall. Habe ich den schon gesperrt? Jawohl, habe ich. So, dann habe ich festgestellt, ich brauche eine Pumpe. Die haben wir hier. Ja, Jack hat vorgeplant. Er hat gewusst, er muss wegen was machen. So, dann brauchen wir einen Pisten. Aber ich merke gerade, den Pisten, wo ich jetzt verwende, den wollte ich eigentlich noch für was anderes haben. Aber ist mir jetzt erstmal egal. So, dann stellen wir jetzt den da trotzdem da erstmal drunter. So, und jetzt machen wir 4 Stück davon und ab rein. Und wir haben jetzt Molten Redstone. Ist nicht schön? So, und dann gehe ich jetzt hier rein und ich lege ich erstmal da ab. Ich natürlich in Molten Rubber jetzt nicht raus. War mal wieder hochintelligent von mir. Dann müssen wir das halt dafür sorgen, dass es rausgeht. Dann reden wir mal mit der Wiremill. Dann soll die Kabel machen. Kann man jetzt sowieso Omas brauchen. Oder beziehungsweise, nein, man macht es ein bisschen anders. Ich brauche noch einen Eimer Wasser. Beziehungsweise ich hole mal gleich 2 oder 3. Dann können wir nämlich das da hinten bisschen Tanks bauen. 1, 2, 3. Bin ja auch schön fleißig dabei, immer wieder, wenn ich mal den Sonnenschein genieße, dann kann man auch ein bisschen Clayplatten machen. Und die können wir hier gebrauchen. So, da machen wir die und bei den Clayplatten. Das waren jetzt ja die Tanks hier. Ja, Extractor ist super, aber ist leider MV. Ach, halt. Genau. Und dann machen wir jetzt das. Und dann brauchen wir aus der Werkzeugkiste einen Wrench.
Und ich glaube, das andere war ein Hammer, ne? Wrench und Hammer. Jawohl. So, und schon haben wir Large. Das heißt, wir haben jetzt schon mal die Möglichkeit, noch mehr von den kleinen Tanks zu machen. Apropos kleinen Tanks, es gibt ja noch den großen. Das ist jetzt dann der Low Voltage. Der Low Voltage. Fluid Tank, genau. Dafür brauchen wir 4 Brosse und das Ganze in Huge. Dafür brauche ich Double Plate. Geht auch auf den MV. Gut. Dann hätte ich gesagt, brauche davon 12 Platten. Die machen wir mal schnell. Ich glaube andersrum. Stück. Dann kommst du jetzt auch dahin. Dann machen wir dasselbe wie hier. Nur, dass wir jetzt die Platten austauschen. Und schon haben wir einen Huge. Den speichern wir uns ab. So, dann kommst du jetzt dahin. Ich werde jetzt bestimmt eine Pumpe brauchen. Richtig. Jawohl. Eine habe ich noch. Investiere ich jetzt gern dafür. So, dann haben wir gesagt, wir brauchen 4 Bronzeplatten. Gott sei Dank noch genau 4 Bronze da. In der Zeit können wir noch Kabel abarbeiten lassen. Gut. Dann war das das da, das da, das da, das da. Dann war die Eisenplatte, glaube ich, jetzt in der Mitte und 2 Stahlplatten außen. Noch im Kopf. Oh Gott. Mir geht, ich merke gerade, Stahl wird immer weniger. So, Item Output. Da muss ich unbedingt jetzt was tun dagegen. Also, und wir haben aber den nächsten Tank. Ah, sehr schön. Quest abgeschlossen. So, dann hätte ich gesagt. Nee, da lasse ich die erstmal drin. Den schmeiß mal raus. Dafür kommt jetzt dann der 64er hier rein. Du kommst erstmal dahin und dann wirst du gleich entleert. Und ja, jetzt haben wir nicht genügend für den kleinen nochmal, oder? Mir fehlt Eisenplatte, habe ich noch, Stahlplatte habe ich nicht mehr. Habe ich noch 10. Aber wie gesagt, Kabel braucht man auch genügend. Auch 4 Eisenplatten, okay. Eisen ist nicht mein Problem. Mein Problem ist momentan, dass ich auch viel zu wenig Koks herstelle. Darum baue ich jetzt die Engine. Das ist jetzt dann das Wichtigste eigentlich. Für diese Engine brauche ich, genau, ich brauche, da brauche ich keine Pumpe, das ist gut, aber ich brauche nochmal einen Pisten. Dürfte aber, ich lasse mal gleich Stahl laufen. Ich brauche auf jeden Fall 2 hier, ich brauche auf jeden Fall 3 hier. Dann kommst du jetzt da rein. Sag 3, nein, ich brauche 4. Doch, passt schon. Bending und Lathe. Du brauchst 16 und du brauchst 24.
Mich würde es nicht wundern, wenn irgendeine mault. Ah ne, mault nicht. Weil das erste Mal ging es noch. Und das zweite Mal ist die schon weg. So, Steel Plate. Gut. So, das Problem Rubber haben wir erledigt erstmal. Nachdem ich den Tank fertig hatte. Nein, aber das haben wir ja gesagt. Aber das Problem kriegt man schnell weg. So, das heißt, wir haben jetzt das Molten Redstone drin. Denn wir müssen auf die Seite 3. Denn für die Vakuum-Tubes gibt es auch ein Assembler-Rezept. Und zwar mit Molten Redstone Alloy. Glas Tube, Copper Wire, Steel Rod. Ist doch Redstone, oder? Ach nee, ich habe Molten Redstone drin. Jetzt muss ich gucken. Gibt es da auch ein Assembler-Rezept dafür? Ja, da gibt es zwei. Also da kriege ich zwei raus. Das ist sozusagen das 1 zu 1 Rezept. Jetzt muss ich nur gucken. Wenn ich jetzt Red Alloy Ingots mache, kann ich die im Fluid Extractor? Jawohl, kann ich. Ja, also sozusagen Steigerung ist jetzt das da. Jetzt haben wir nämlich Molten Red. Molten Red Alloy. Molten Red Alloy, genau. Da kriege ich 4 raus. So. Dann war das dann, glaube ich, dann doch nicht ganz falsch, den Tank zu bauen. Und das wäre jetzt halt beim anderen eine Tortur gewesen. So. Wie gesagt, ist jetzt nicht schlimm. Denn dieses Molten Redstone werden wir trotzdem brauchen im Assembler. Denn es gibt da ein super Rezept. Das haben wir, glaube ich, hier. Ja, genau. Hallo, Herr Piston. Denn mit Oak Planks und einem Zaun und ein bisschen Molten Redstone und halt ein Small Gear bekomme ich halt einen Piston raus. Dafür brauchen wir aber den Cutter. Und der hat jetzt aber momentan Priorität 2, denn wir wollen ich brauche mal wir brauchen noch mal ein Gear. Kein Schlafsack. So, dann braucht man einen Motor. Da habe ich schon ein paar mehr gemacht. Ja, das habe ich sehr gut gemacht. Brauche nochmal zwei Stangen. Okay, also fünf Pisten. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die zwei fehlen noch. Die werden jetzt gerade erledigt. So, und da können wir jetzt anfangen, diese komischen Tambangea zu machen. Dafür brauchen wir das Dust im Ofen. Das heißt, wir brauchen jetzt 7 Gold und 3-mal Kupfer. Jetzt wird's interessant. Ich habe nämlich noch kein Gold rausgehauen. Ich hoffe, dass wir jetzt genügend da haben. Ich habe 2 Gold da. Ja, das hast du gut gemacht, Drake. Warum solltest du auch Gold haben?
Aber ich glaube, das Gold ist nicht so weit weg. Das Gold ist gleich hier drüben und da drüben. Okay. Also jetzt hier. Dann hätte ich gesagt, gehen wir halt mal hin. Schauen wir mal schnell hier entlang. Jawohl. Also der da ist schon einer mehr. Der da sind schon zwei mehr. Das ist sehr schön. Die sind noch nicht gewachsen. So, dann sind wir jetzt hier auf der Goldmine. Dann hätte ich gesagt, hauen wir halt ein bisschen was raus, ne? Es ist nicht so, dass das ein Problem ist, ne? Bin hier. Gehen wir auch runter bis hin I minus Gold. I Gold. F7 erstmal anmachen. Habe jetzt immer so gemerkt, so eineinhalb Chunks groß. Meistens die ganzen Adern. Ich habe zwar mal gemeint, waren früher größer, aber es kann natürlich auch sein, dass es halt nach Art geht. Material. Ich merke auch gerade, ist total super, wenn man seine Erzrucksäcke vergisst. Seine anderen Rucksäcke. Total toll. Kann man total viel Material mitnehmen. Nämlich nicht. So, das heißt also, wir haben jetzt Magnetit, wir haben das da und ja, 6 Gold, das sind jetzt dann 12, also massig ist was anders. Dann hätte ich gesagt, kloppen wir wenigstens noch die raus, die wo offensichtlich sind. Dann werden wir uns bemühen. Dann mal hier beim nächsten Mal alles rauszuklopfen. Es geht nur darum, dass wir jetzt das Material zusammenkriegen, dass wir einen hinkriegen. Es könnte natürlich sein, dass ich hier viel mehr Gold habe. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. So, ich packe ich jetzt erstmal hier rein. Ja, wir haben hier Crushed Gold. Gut. Ab in den Forge Hammer. So, ein Gold nehme ich raus. Ich habe schon gesagt, ich merke schon langsam. Nein, das kann ich wieder rausnehmen. Ich merke schon langsam, dass meine Eisenkiste, wo ich jetzt jedes Erz einmal aufhebe, dass das schon langsam an seine Grenzen stößt. Ja, also wenn ich jetzt noch, ich glaube, habe ich Redstone schon drin? Ich glaube, Redstone fehlt noch. Lapis habe ich komplett drin. Mika habe ich noch gar nicht gefunden. Zertusquarz in das Ganze ist dann Sulfur habe ich noch nicht mit drin. Also,
Na, bleibst du da? Danke. So, haben wir 33 Gold. Haben wir auch Kupfer da? War doch Kupfer, ne? Jawohl. Ich weiß das schöne Kobalt, was ich jetzt vernichte, aber wenn ich natürlich jetzt noch Kobalt brauche und noch keins Aua habe. Ja, fürs Kobalt Breast, für den Cutter. Kann es natürlich sein, dass ich jetzt da nichts da habe und dann muss ich natürlich auch Ober schon mal demnächst bauen. Weil ich kenne das eigentlich nur als Beiprodukt. Ja, außer ich kann es natürlich mit der Zentrifuge irgendwo rausmachen. Dann könnte man das natürlich in Angriff nehmen. Die gibt es ja schon. Obersche gibt es doch nicht. So, dann habe ich ja. Ich glaube, meinen Mixer habe ich momentan dahin. Dann schließe ich dich jetzt mal. Nein, nicht Mixer. Der Mixer ist da. Zentrifuge, ja, schließe ich jetzt halt hinten an. Wie gesagt, den will ich dann sowieso austauschen, weil macht mehr Sinn, das dann über eine zweite solche Engine zu bauen. So, ich brauche ein Circuit Nummer 12. Dich rein, dich rein. Da kommen jetzt wie viel raus? 10 Stück. Ich brauche für ein Gear 2. Ah, das geht im LV. Es sind aber trotzdem 8. Gut. Ja, und ich will sowieso 2. Dann brauchen wir nochmal 14. Dann haben wir jetzt dann gleich 30. 2, ja. Dann kann ich es nämlich über Creosote im Ofen machen. Wir hauen schon mal rein. Machen wir hin drauf und gut ist. Bin schon beim Überlegen, ob ich eventuell dann die Gasturbine dann wieder dazu nehme und mir nochmal eine zweite Zentrifuge baue, die halt dann wirklich nur Methan herstellt. Dann kann ich mir das nämlich schon mal schenken, dass ich die ganze Zeit die Maschine da hinten in Anspruch nehme. Und nein, ich bin noch nicht dazu gekommen, da draußen noch mehr zu erweitern. Dafür ist momentan die Zeit einfach leider zu knapp. Ich brauche noch ein Charcoal, das ist da vorne. Da gehe ich momentan lieber in der Entwicklung weiter, dass man halt ein bisschen was herstellen kann. Wie gesagt, kommt ja euch dann auch zugute, weil wenn ich das nächste Mal ein paar Pistons habe und ein paar dies, das, jenes habe, dann sind wir natürlich auch schneller. Das heißt also, meine Priorität ist jetzt erstmal dann die Stahlherstellung.
So, das heißt, wir haben noch einen Piston. Das heißt, ich brauche zwei Motoren, ich brauche zwei Pisten, ich brauche vermutlich das da. Ich brauche noch mal einen Circuit. Dann kommst du jetzt mit deiner Kohle daher. Ich glaub dir mir, das könnt ihr mir gar nicht glauben, wie ich das hasse. Du scrollst ein bisschen mit dem Rad und auf einmal schmeißt er alle raus. Ja, jetzt ist sozusagen ist jetzt da ein Brennvorgang ist jetzt auf jeden Fall hinüber. Ja, und ich kann mein Zeug nicht machen. So, habe ich da draußen eigentlich das Gear auch gemacht? Ja, ne? Ja, nee, die zwei warte ich jetzt noch ab. Eins, zwei. Ich war das nicht mal früher Rose Gold? Frage ich mich gerade. In Metallurgie-Zeiten? Das ist auch so ein Mod, den ich ein bisschen vermisse. Wobei in 1.7.10, glaube ich, gibt es den noch. So, meine Glas Cubes habe ich. Was? Wer mault? Ach, der Herr Maserator mault. Ja, den würde ich gerne auch upgraden, aber momentan fehlt mir, glaube ich, ein Stahl. Wir schauen noch mal schnell an den Hochofen. Ein Ingot habe ich noch. Nee. Und du musst momentan ein bisschen Ruhe geben. Genau. Ja, das ist das, wenn man die Nächte nicht überspringt. Ja, dann fängt der auf einmal an, nicht mehr genügend zu produzieren. Wie viel hast du denn momentan Auswurf? 40 Liter. Liter in der Sekunde 40 von 120, also 40 von 120. Das heißt, die sind schon wieder komplett verkalkt, die Dinger. Die müsste ich eigentlich mal wieder säubern. Wäre jetzt irgendwie total lustig, wenn man ja, okay, Verkalkung mit einem Wischlappen wegmachen, das wäre ein bisschen witzig. Nein, ich werde jetzt nicht eine ganz gewisse Packung kaufen, die Verkalkungen stoppt. So, Befehl, du haust auch schon Dampf raus, jawohl. Das ist zum Beispiel schade, bei dem steht es halt nicht da. Ich glaube, aber Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich habe mir das schon, glaube ich, aufgeschrieben. Genau, ein Small Coal Boiler macht 120 Steam pro Tick und verbraucht 160 Wasser pro Sekunde, glaube ich, ist es. Genau, 160 Wasser pro Sekunde und 120 Dampf kommen raus. Also das heißt, es wird mehr Wasser verbraucht als Dampf erzeugt. Wobei ich das, glaube ich, ein bisschen übertrieben finde mit den 160. Ja, okay, aber wenn man die jetzt gerade aufstellt, ne? Steht da irgendwas dort? 5 Liter in der Sekunde.
Ja, 5 Liter ist eigentlich, dann braucht er. Ist das dann eine Minute? Wir schauen mal nach. Haben wir gerade nichts Besseres zu tun. So, Small Coil Boiler, 120 Liter auf Steam per Second. Ja, und 160 braucht er dann. Ja, dann stimmt das schon. Dann produziert er aber mehr als 5 Liter. So, okay, jetzt wollte ich doch nachschauen, wie ich ja dem Bier habe ich. Muss halt ein bisschen Dampf erstmal erzeugen. Hoffe, dass er den ersten durchkriegt. Ich werde sogar einen zweiten durchkriegen. Au, ich war doch weit genug weggestanden, Mano. Er baut schon wieder auf. Er auch, er auch. Dann sage ich jetzt einfach, ich habe es genügend drin, um einen Durchlauf zu machen. Und jetzt muss ich gerade die Daumen drücken, dass ich genügend Stahl habe, um mir noch mal einen Circuit zu bauen. Weil ich brauche noch mal vier Rods. Das heißt, ich brauche Mir reicht der Stahl nicht. Beziehungsweise mir reicht gar nichts gerade. Muss mal gucken, Kohle. Ein Ingot habe ich noch draußen, das heißt, ich bräuchte noch eins. Hätte ich jetzt den EBF, wäre das schon ein weniges Problem. Haben wir aber nicht. So, wir gucken jetzt mal, ob ich. Genau, wir wollten jetzt erstmal haben Kohle. Habe ich nicht draußen, habe ich drinnen. Dann Hämmerli mal. Fang mal du an. Da kommen jeweils 10 rein. Hier irgendwo eine Möglichkeit, Stein noch loszuwerden? Nein. Dahin, wo ich ihn loskriege. Haben wir auch ein bisschen Platz im Inventar. Ich brauche nur eine von diesen lustigen Coal Cokes. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann auch schneller ist. Ha, nein, brauche ich nicht. Ich hab noch drin. Na, gucken wir mal schnell. Brauchen primitive Blast Furnace. Ah, ich sehe gerade, ich kann auch. Es gibt auch Rezepte, wo ich 10 Stahldust und einen Block of Coal mit reinpacke. Da bin ich nämlich auch schon beim Überlegen, ob ich da viel mehr mit arbeite. Denn ich habe da mal so ein bisschen geguckt, ne? Also wir hatten ja eine Burning Time von 1600. So, das heißt Block of Coal. Darum.
Ja, also man hat eine Kohle hat 1600 Burntime und ein Block of Coal hat 16.000 Burntime. Ja, um einen Block of Coal herzustellen, brauche ich 9 Kohle und 9 mal 1600, ne, es ergibt nun mal keine 16.000 Kohle. Das heißt, man kriegt 9, 1600 geschenkt. Ja? Und dann kann man natürlich jetzt dann auch überlegen zu sagen, okay, man macht gleich die Blöcke draus und verglüht gleich die Blöcke. Die brauchen zwar länger, aber man kann ja, wie gesagt, gleich aus einem. Gibt es hier auch? Ja. Ne, das ist der primitive Blast. Ich brauche einen Coke-Ofen. Ah, okay, der kann. Kannst du nur das? Oder habe ich jetzt gerade. Ach, da sind die Receipts. Ne, genau. Das heißt, ich brauche 1000. 1800 Ticks. Das heißt, wenn ich jetzt 9 Stück mache, also 10 Stück wären 18.000 Ticks, minus, ne, minus 1, also minus 1800, sind wir bei 16.200. Und das ist nicht messbar, was man da rauskriegt. Ich glaube, 500 Millibuckets, da kriegt man, nö. Aber es ist auf jeden Fall auf nicht gerade wenig. So, wie weit ist jetzt mein Stahl? Ich brauche noch einen Stahl. Gib mir meinen Stahl. Man hört die Grillen zirpen. Hätte noch gerne die Engine fertig. Ich kann jetzt auf jeden Fall den Fluid Extractor kann ich schon mal wegbauen. Die Cutting-Maschine, die wird noch ein wenig warten. Wie gesagt, ich habe auch noch keinen Kobalt. Ups. Denn hierfür brauchen wir Kobalt Brass. Du kommst daher. Das ist der Mixer. Das ist Kobalt. Aluminium Brass. So, wie komme ich an Kobalt ran? Indem, dass ich in den Twilight gehe. Ich glaube, da ist irgendwo Kobalt mit drin. So, Kalk Copyright. Ja, in, ach so, in der Zentrifuge. In Kobalit. In Nickel. Nickel, das ist definitiv Twilight. In Kupfer. Das heißt also, ich habe da momentan ein bisschen Kupfer da. Haben auch unser Stahl da. Heißt, wir laufen, wir nehmen jetzt mal das Copper Dust mit. Wie viel kriege ich raus? Das habe ich jetzt nicht geguckt. Brauche aber, glaube ich, nur, ich brauche, glaube ich, 8. Ich bekomme 9 raus. Ich glaube, ich brauche noch Brass. Das ist dann. Oh. Das Nickel. Nickel und Kupfer. Dann könnte es lustig werden. So, dann heißt es jetzt, du läufst. Du brauchst nur 5 EU. Das ist gut. So, und dann kommst du da rein. So, dann heißt es jetzt, du nimmst jetzt die zwei raus, packst es da rein, dann brauchen wir die Glas Tubes. Vacuum Tubes, Molten Red Alloy, jawohl, das ist der. Molten Redstone Alloy,
Ja, dann brauche ich aber ein EBF dazu. Da gibt es noch mehr. Ich glaube aber. Genau. So, mal wieder ein Anfall. Mit Unrelated Copper Wire kriegt man noch mehr. Das heißt, unser Freund der Arc Furnace, halt du nicht dahin, du kommst dahin, da ist die Ding. Das heißt, der ist gar nicht mal so teuer. Ich brauche eine Graphitzelle, das ist das Teuerste, und einen Kenner. Das heißt, wir sind dann auch schon auf dem Weg Richtung Batterien. Weil das ist der letzte Schritt sozusagen, um Batterien zu kriegen. Haben wir auch mal schon mal aufgeschrieben. So, aber der kleine Drag immer noch nicht. Das Rezept, genau. Und zwar dieses hier. Also vier Rods, vier Copper Wire. Das ist natürlich der Hammer, wenn ich jetzt irgendwo noch Steel Rods rumliegen hätte. Habe ich nicht, Gott sei Dank. So, du kommst raus. Ich brauche da den Tube Nummer 5. Und schon läuft er. So, und schon haben wir vier Vakuum Tubes. Ja, also wenn man jetzt das anschaut. Ich glaube, ich habe das da jetzt weggekriegt und das. Und wie gesagt, wenn man mit dem Arc Furnace hat, dann kriegt man halt das doppelte Menge raus, nur wenn man das da halt austauscht. So, wir wollen noch einen Circuit bauen. Das heißt, oh, toll, uns fehlen noch die Resistoren. Das heißt, wir brauchen jetzt Refined Glue. Okay. Zack. Ja, ist gut. Ach so, das kriege ich nicht rein, weil ist das andere Material. Gut, wie gesagt, bei denen verbrennst du wenigstens nicht die Flossen. Aber ich brauche mal schnell Kleber, wenigstens einen. So, du kommst da rein. 5 müsste, glaube ich, auch stimmen. Nein, ist 3. Gut. Gehen wir gleich hin. Das war dann das da, das da und Carbondust. Ja, haben wir sogar hier drin. Gut. Das ist halt das Schöne. Das lasse ich jetzt dann auch mal demnächst mal ein bisschen laufen. Haben wir schon da hinten mal Glück. Schaut, wir haben sogar schon das Kobalt, was wir brauchen. Aber nicht mehr in der Folge. Nein, nein. So, was fehlt uns noch? Oh Gott. Ich brauche noch die Stahl. Casing, das ist uns auch ausgegangen. Drückt die Daumen, dass 2 Stück fertig sind. Ja, der Cutter wird jetzt doch wichtig, weil dann kriegst du mit einer Platte 2 raus. Das heißt, man hat 8 aus 3, dann 4. Aber man kann vor allem mit einem Ingot dann weiterkommen. Ja, natürlich habe ich nur eins bis jetzt. Na. Ja. So. Dann kann ich mal einen Maserator in der Zeit wieder anmachen. Aber ich habe ja bisschen was da. Pyrit habe ich da. Ich habe 87 Kalk Copyright da. Ich habe Zinn da.
Ich habe genügend Eisen da. Und J, ich habe da mal das da weg. So, dann heißt das, du jetzt, du machst den da. Habe ich schon so lange gebraucht und hat es trotzdem nicht geschafft, zwei Stück zu machen. Ja, aber da, wie gesagt, da kann man dann mit hoher Energie und EWF kann man da ganz schön die Zeit beschleunigen. Aber vorher Arc Furnace bauen, ja. Als genau. Den Kenner. Die Basic Canning Machine. Ups, wieder im Fall. Den haben wir jetzt dann auch noch. Also wir brauchen einfach nur Stahl, Stahl und Stahl. Und ich habe noch gedacht, ja, der Stahl müsste locker reichen. Nö. Einfach nö. So, und jetzt muss ich mich sputen, weil sonst schaffe ich doch mal eine Stunde 40. Vom Anfang. Aber ich möchte gerne den haben. Weil dann sind wir etwas, dann haben wir einen Vorteil weg. Oh Gott, ich kann. Ich habe nichts gesagt. So, das heißt, mir fehlt jetzt nur das Zinnkabel, das ist hier. So, und dann heißt es jetzt, wir haben unseren Basic Semi-Fluid Generator. Das war ja weg. So, dann heißt es jetzt für mich, wir füllen mal schnell da das Methan ab. Ja. Das heißt, da steht gerade einer mit dem Schlauch dort und schnullt das Zeug raus. Ja, und jetzt muss ich das ausgehen lassen. Aber das ist auch nicht schlecht, weil dann kann der kleine Drag. Hat der noch? Ne, mir fehlt hier. Ja, ich glaube, weil ich diese Tanks gebaut habe, ne? Diese mehreren. Die haben mir jetzt dann das Genick gebrochen. Aber wie gesagt, ne, das nehmen wir jetzt mal gleich raus. Zwei Stück. Und auf das restliche Methan kann ich verzichten. So. Muss ich mal gucken, geht das? Wenn ich jetzt hier so anklicke. Nein, geht nicht. Wir gehen nach oben. Habe ich meinen Cutter? Jawohl, habe ich. Wir machen das. Und zack, wir tun jetzt dich da rein. Ah, toll. Jetzt habe ich natürlich doch die falsche Engine hingemacht. Ich brauche nicht die Gase, ich brauche die Semi-Fluid. Genau. Ich. Hat glaube ich das Kabel weggemacht. So. Jetzt gehst du rein. So. Denn. Im Semi-Fluid Generator erzeugt ein Creosote Oil 48.000 EU. Und da kommt im Combustion 8000 EU. Darum baut euch bei Creosote Oil den da. Kriegt man mehr für sein Geld. Aufwand. Das wäre schön. Baut man solche Generatoren, kriegt man Geld dafür. Reden nur noch Leute hingehen und sagen, ja, mach mal. Ja, aber wie gesagt, habe jetzt halt die Möglichkeit.
Das heißt, aber der hat einen Nachteil. Der hat einen kleinen Nachteil gegenüber den anderen. Ja, die meisten haben ja einen 32er oder 16.000er Tank. Der nicht. Der hat nur einen 4.000er Tank. Ja, also das heißt, mir geht jetzt hin und sagt, okay, wir schmeißen jetzt das da rein und dann kann der fröhlich pfeifend arbeiten. Ja, aber wie gesagt, wenn man natürlich irgendwann davon genügend Zellen hat, oder die großen, oder die ersten größeren Zellen hat, die Stahlzellen hat, wo man schon 8000 reinkriegt, oder, ne, da kriegt man ja, da kriegt man ja dann mal richtig hier was rein, ne, aber kosten halt also dem auch dementsprechend. Aber 64 Zellen zu kriegen, ist es nicht gerade, ist High-End. Ja, dann hat man halt dann auch da eine Möglichkeit. So, ich gehe mal gleich hin und nehme mal 32 Eisen mit. Denn wir waren die ganze Zeit innen gestanden. Nur ein paar Mal außen. Dann schmeißen wir jetzt noch das Eisen rein. Und dann genießt man Minecraft-Männchen nämlich ein bisschen die Sonne. Sonst hat er Vitamin D, C, irgendwas Mangel, also wo man halt die Sonne braucht. Weil er sich nur in Innenräumen aufhält. So, wie ist er her? So sag ich. Genau. Und ich versuche dann bis zum nächsten Mal genügend Stahl zu produzieren und auch Coke, andersrum. Dauert dann auch ein wenig länger. Ist es eigentlich? Ja. Das machen wir noch einen Test machen wir da noch. Im Forge natürlich nicht. Im Forge mache ich das sehr oft. Mache ich sehr lange Tests. Ich bin gerade beim Gucken, ob der dann nur größere Ingots macht oder Blöcke macht oder ob er da auch noch mehr normale macht. So, jetzt haben wir nämlich den. Und den Primitiven. Ja, zwei Stück. Und 10 Ingots hat man. 10 Ingots in 2400 Sekunden. Das hört sich doch auch nicht schlecht an. Genau, stell dich schon mal auf die Maschine drauf, wo du gleich weißt, dass es sowieso gleich ausdampft. So, dann haben wir zwei Blöcke. So, wenn ich dich jetzt dann da reinpack. Dann machen wir das nämlich jetzt so. Und wir sind fleißig dabei, die Coal Coke umzuarbeiten. Denn, wie gesagt, hat einen Vorteil. Das habt ihr gesehen, ne? Also mein Problem ist ja, wenn man das da reinschmeißt. Man braucht, um Stahl herzustellen, im primitiven Blast Furnace, braucht man ja zwei Coal Coke zu einem Ingot. Das heißt, ich brauche zwei Stacks von denen, um ein Stack von dem zu machen. Egal in welche Richtung das ich gehe. So, wenn ich das jetzt mit stelle ich mich jetzt ein wenig. Das aussieht ja. Machen wir es halt so. Wenn ich das jetzt aber mit dem da mache, brauche ich davon 10 und davon 2. Das heißt also, man könnte sozusagen mit viel mehr Eisen da reinklatschen
Man braucht nur noch einen Stack von dem da. Damit man halt da viel mehr rausholt. Das heißt, ich kann da locker jetzt einen Eisenstack reinschmeißen, ne, weil die 7 Stück, beziehungsweise die 6 Stück, Entschuldigung, machen ja schon 30 Ingots. Ja, und wie gesagt, und ich kann im Coke Coal kann ich halt auch noch das vereinfachen, wenn ich das halt mit der Kohle auch noch mache. Wird aber für mich heißen, wir werden demnächst mal wieder Kohlemine ausheben müssen. Dann kann sich Drake auf seine große Liste schreiben, die nicht kleiner wird, sondern größer. Minecraft-Männchen hat Hunger. Nein, wir rennen jetzt nicht rein. Beziehungsweise wir gehen mal schnell an den Apfelbaum oder einen Apfel. Und eine Orange. So, dann freut sich mein Männchen, dass es ein bisschen Vitamin C auch noch zu sich genommen hat. Ich merke schon, heute ist Vitamintag. Ist doch auch schön. Und ja, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer, ab in die Kommentare. Ich freue mich auch über alle anderen. Und sonst sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.